Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust, drohende Insolvenz. Sie können das Darlehen für Ihre Immobilie nicht mehr bedienen. Es droht im schlimmsten Fall die Zwangsversteigerung. Sie möchten dies natürlich unbedingt verhindern und Ihr Familiennest behalten. Ich zeige Ihnen Wege auf, wie Sie Zeit gewinnen und zielführend mit der Bank kommunizieren können. Bleiben Sie dabei! Herzlich willkommen, mein Name ist Arndt Gerhards. Häufig kommt das Leben anders, als man denkt und plant. Die Corona-Krise und deren Maßnahmen haben vielleicht auch Sie in die Kurzarbeit gezwungen, Ihren Arbeitsplatz vernichtet oder Sie mussten Ihr Geschäft sogar schließen und durften nicht mehr arbeiten. Es gibt auch andere Gründe wie Krankheit oder Unfall, welche zu finanziellen Engpässen führen können. Was auch immer der Grund ist, Ihnen fehlen Einnahmen, um Ihr Darlehen für Ihr Haus oder Ihre Wohnung vertragsgemäß zu bedienen. Jetzt ist eins enorm wichtig. Werden Sie aktiv und handeln Sie. Bevor die Bank sich bei Ihnen meldet und ausstehende Raten rügt, melden Sie sich bei der Bank und erläutern Ihre Situation. Dabei haben Sie eine Analyse Ihrer Einnahmen- und Ausgabensituation mit einer entsprechenden Optimierung als Vorschlag in der Tasche. Wie das im Detail geht, habe ich in meinem Video Budgetplanung, Überblick verschaffen, Ausgaben minimieren erläutert. Schauen Sie sich dieses Video unbedingt an. Welches Sparpotenzial haben Sie ermittelt und umgesetzt? Reicht dies, um Ihr Darlehen weiter bedienen zu können? Reicht es nicht? Gehen Sie nochmals in sich. Brauchen Sie den zweiten Pkw wirklich noch? Muss es der Mobilfunkvertrag sein oder reicht Prepaid? Was steht so auf dem Dachboden, im Keller oder sonst wo rum, was Sie gegebenenfalls online oder im Hauströdel verkaufen könnten, da es ohnehin bei Ihnen nur verstaubt? Es fehlt immer noch etwas, um das Darlehen bedienen zu können? Dann haben Sie einen Partner, den Sie vielleicht im Moment nicht so sehen. Ihre Bank. Das klingt paradox? Ja, aber nur auf den ersten Blick. Das Darlehen an Sie ist für die Bank ein Geschäft. Aber nur, wenn Sie es bis zum Ende bedienen und komplett zurückbezahlen. Eine Zwangsversteigerung ist also aufgrund der zu erwartenden Verluste für Sie und für die Bank das letzte Mittel. Man wird also versuchen, mit Ihnen eine Lösung zu finden. Vor allem, wenn Sie aktiv auf die Bank zugegangen sind, Ihr Budget schon optimiert haben und sogar schon weitere Einnahmen generiert haben. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und so weiter sind eine Frage der Zeit. Sie benötigen also Zeit und eine geringere Darlehensrate. Die Lösungsmöglichkeit lautet hier Aussetzung der Tilgungsleistung. An dieser Stelle kurz die Erläuterung, wie sich Ihre Darlehensrate, also der Betrag, den Sie monatlich an Ihre Bank überweisen müssen, zusammensetzt. Die Rate besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der Zins und der andere die Tilgung. Tilgung bedeutet nichts anderes als die Rückzahlung des geliehenen Geldes. Beispiel: Sie haben sich 200.000 Euro bei der Bank geliehen. Dafür müssen Sie 2% Zinsen bezahlen. Dieser Zins ist nichts anderes als der Gewinn für die Bank. Weiter haben Sie vereinbart, die 200.000 Euro in Raten von 3% pro Jahr zurückzubezahlen. Also zu tilgen. Stark vereinfacht gerechnet, ich lasse jetzt bei dieser Berechnung bereits zurückbezahlte Gelder und Zinseszinseffekte außen vor, bezahlen Sie also rund 330 Euro Zinsen und 500 Euro Tilgung pro Monat. Berechnet sich ganz einfach, 200.000 mal 3% geteilt durch 12. Fazit: Der Anteil der Tilgung ist heutzutage deutlich höher als der Zins. Da der Gewinn für die Bank beim Zins liegt, ist dieser sehr wahrscheinlich nicht verhandelbar. Aber die Bereitschaft, die Tilgung eine gewisse Zeit zu stunden, wird vorhanden sein. Stundungen über ein Jahr oder 6 Monate sind zumindest keine Seltenheit. Diese verschafft Ihnen Zeit zum Handeln und etwas Entspannung auf dem Konto. Bleiben Sie aber realistisch und ehrlich zu sich selbst. Wissen Sie, wie es weitergeht? Wissen Sie genau, dass Sie nach dem von der Bank gewährten Zeitraum der Stundung Ihr Einkommen wieder wie vorher sein wird und Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen entsprechend nachkommen können? Wenn das so ist, dann ist die Aussetzung der Tilgungsleistung eine realistische Lösung für Sie. Haben Ihnen meine Tipps geholfen? Dann freue ich mich und vielleicht kennen Sie ja jemanden, den Sie mit meinem Video helfen können. Teilen Sie es gerne. Sollten Sie leider absehen können, dass die Situation schwieriger ist und die Zwangsversteigerung im Raum steht, dann schauen Sie sich dazu mein Video "Zwangsversteigerung droht, was Sie jetzt tun sollten" an. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. An dieser Stelle hoffentlich nicht bis bald.